So, liebe Leute, es geht los. Der Koffer ist gepackt. Ja, alles, was ich brauche, habe ich hoffentlich eingepackt. Ladekabel, Ersatzakkus, Kamera. Ja, eigentlich dürfte nichts schief gehen, denn ja, morgen früh um 6:30 ist die Nacht zu Ende. Mein Flug geht relativ zeitig von Münster-Osnabrück nach Frankfurt. Da werde ich ungefähr so um ja, so kurz vor 10 landen und bin dann wahrscheinlich so um 10:30, 11 Uhr am Hotel. Ich kenne mich in Frankfurt jetzt so leider gar nicht richtig aus. Ich kenne wohl das Messegelände, aber ansonsten ja, war ich, glaube ich, noch nicht richtig in Frankfurt. Und ja, dann treffe ich die anderen Kingsianer und die Franny von Hugendubel schon und dann geht es richtig, richtig los und ich werde natürlich die ganze Zeit meine Kamera mitlaufen lassen und ja, ein so Drumrum-Vlog machen. Natürlich wird es auch noch extra Videos geben und natürlich auch am Samstag den großen Hangout, wo wir tatsächlich ja den Prolog von Stephen Kings neuestem Buch, Der Outsider, vorlesen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ihr habt es entweder schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Und ja, das als kleine Einleitung zu diesem Vlog. Ich habe gerade versucht, mich gerade irgendwie ruhig irgendwo hinzusetzen und zu lesen. Es funktioniert nicht, weil ich so aufgeregt bin. Ja, ich hoffe oder ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Das ist jetzt auch nicht so ganz alltäglich für mich. Also ganz ehrlich, das ist schon echt was Besonderes. Aber ich nehme euch natürlich mit. Darum mache ich es ja. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass Fritzi reinkommt, weil ja, die ist noch draußen am Turnen. Turnen? Ich könnte eine Runde turnen. So, hallo. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen und ich habe gerade so einen richtig blöden LKW vor mir. Ich bin extra nicht Autobahn gefahren, weil ich immer denke, Autobahn, dann ist die nachher gesperrt und so. Ihr kennt das ja, ne? Was man sich dann vorher immer alles für Sorgen macht. Noch mehr, Achtung, Kurve, noch mehr Sorgen mache ich mir eigentlich ja, um den Flug, der gleich startet, weil ich habe nicht direkt Flugangst. Also ich bin jetzt nicht panisch, wenn ich in ein Flugzeug steigen muss, aber es ist doch immer ein sehr, sehr ungutes Gefühl, wenn ich dann in diesem Flieger sitze. Ich male mir dann immer die schlimmsten Dinge aus, aber naja, auch das werde ich überstehen. So, ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf Reisen bin, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, dass ich tausend Sachen vergessen habe. Dabei vergesse ich eigentlich nie was, aber das Gefühl bleibt. Also bis ich da bin und merke, dass ich eigentlich alles habe. Naja, ihr werdet es ja merken. Hauptsache, ich habe mein Ticket und meine Hotelreservierung. Und ach so, noch ein Hinweis. Da das alles ja in Kooperation mit Hugendubel stattfindet, werdet ihr, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich her muss. Nicht, dass ich am Flughafen vorbeifahre, das ist mir nämlich schon mal passiert. Werdet ihr unten oder oben oder je nachdem einen Hinweis eingeblendet sehen, dass es sich hierbei um Werbung, also bei diesem Video um Werbung handelt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ganz normaler Vlog. Ja, also nicht, dass ihr euch da irgendwie Werbung oder unterstützt durch Hugendubel oder irgendwas werde ich da einblenden, damit das auch alles seine Richtigkeit hat, weil Hugendubel ja diese Reise gesponsert hat. Nicht, dass es da zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und vor allen Dingen mir viel Spaß bei dem Flug und wir sehen uns gleich nochmal. So, in Frankfurt gelandet. Ich bin jetzt auf der Suche nach meinem Gepäck, weil das sollte, wenn alles gut läuft, auch hier sein. Ich befürchte, dass mein Gepäck einen noch längeren Anreiseweg hatte als ich. Der Flug war übrigens angenehm. Also
Ich weiß gar nicht, warum ich immer vorher so einen Schiss habe. Aber ist egal. So, jetzt, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Ja. Toto in der großen, weiten Welt. Am größten Flughafen von Deutschland. Und ja, hier bin ich richtig. Hier ist irgendwie kein Mensch. Außer so ein paar Sicherheitsleute, die schlummern. Oh, hier geht's weiter. Schade. Hätte ich jetzt voll Bock drauf. Immer darf man alles nicht. Leute, ich bin schon in vielen großen Städten dieser Welt gewesen und habe mich da eigentlich gut zurechtgefunden. Aber der Frankfurter Flughafen ist die einzige Katastrophe. Ich bin nass geschwitzt und jetzt muss ich mich auf die Suche nach einer U-Bahn-Stelle begeben. Habe aber keinen Plan, wo ich dahin muss. Naja, wie gut, dass wir heute noch keine Termine haben. So, oh, oh, das Bett ist ganz schön weich. Das ist nicht gut. Naja. Es ist jetzt 23:30. Die anderen wollten so ungefähr um 12 kommen. Ja, und bis dahin mache ich ein Nickerchen. Bis gleich. So, alle da. Ja. So, hattet ihr eine gute Reise? Ja. Ja. Problemlos? Ja. Gute Unterhaltung? Ja, sie ist erstmal hoch und dann sehen wir die total geile Skyline. Warst du oben drauf? Ja, einmal. Ja. Wir versuchen gerade ein Foto zu machen. Das ist so einfach nicht. Hanni ist natürlich scharf mit der Kamera, aber auf der Kamera. Ja, es ist so. Die Tagescreme. Die Tagescreme sitzt. Sitzen die Haare? Ja. Ja, wenn du nicht auf mich aufpassen würdest, du. Ja. 350 Gramm Wutbrust. Ich hätte der Rindfleischwurst. Sag mal, hat sich Rindfleischwurst. Oh Gott, ich bin wieder voll drauf. Mann. Alles drauf. Springen. Hier, Aussichtsplattform. Skyline. Wo ist die denn? Das ist die Skyline. Genau, die Skyline. We'll be right back.
Zur Ruhe kommen. Ja. So. Jetzt kriegen wir eine kleine Führung durch diesen Hugendubel-Shop, diesen großen Hugendubel-Laden von Björn. Und so ein bisschen auch hinter die Kulissen. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. Da sind sie schon beim Schätzing. Weil wir haben ja auch Reise und Garten und sowas da drin, aber wir haben halt auch sowas wie Jura, Wirtschaft, Schulbuch und sowas. Im ersten Stock haben wir die Unterhaltung, die Literatur, Kochen, Geschichte, Philosophie. Streitthema in Buchhandlungen. Hier sind nur die Geschichte und Literatur. Alles andere ist immer in den jeweiligen Sachbereichen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich möchte das unbedingt schade machen. Schade ist halt immer, dass man es nur einmal spielen ja, kann. Ja, ich weiß. Aber ich finde das so geil. Spannend. Ja, was ist das denn, ein Spiel? Ja, da musst du Rätsel lösen. Du hast so Rätsel und Codes, die du knacken musst und hast du nicht gesehen. Und Aufgaben, du musst basteln mit dem und Schlüssel Spiel. Und sowas. Teilweise ist auch in dem Karton auf einmal ein Code drin und sowas. Sehr geil. Und das kannst geil. Du aber nur einmal spielen. Zum einen hast du es dann wohl gelöst und die ganzen Papiere und sonst Ding hast du benutzt. Aber es gibt ja jetzt auch verschiedene Versionen. Ja, ne? Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also ich habe auch schon mal eins gemacht, das habe ich einfach nicht gelöst bekommen, wirklich. Ich habe es einfach nicht geschafft. Das ist ja wie Dan Brown in echt. Ja, genau. Ja, ja. Das lehnt sich ja an, auch an diese Räume, wo du Rätsel lösen musst. Ja, genau. Ja, an diese Exit Rooms, genau. I, Ebbelvoy. Ebbelvoy, das ist für heute Nacht das Technikzimmer. Auf jeden Fall auf meinem. Damit du nachher nicht nach Hause musst, ne? Richtig. Apfelsenf aufhören. Gin. Guck mal, wo sind wir denn da? Ach, guck mal da. Eidebibsch. Ja. Und von daher wären wir jetzt einmal durchs Haus gelaufen. Ja, cool. Und ihr habt erstmal alles kennengelernt. Irgendwelche Fragen? Patti, leiden wir etwas an Reizüberflutung? Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja. Mir an die Seite gestellt ist kein geringerer oder keine geringere als Frau Merkel. So, wir haben uns natürlich geeinigt, dass wir uns duzen. Das ist die Kerstin. Und Kerstin ist hier im Hugendubel seit? Genau kann ich es gar nicht sagen. Ich glaube, es sind fast 25 Jahre. Oh. Ich habe ein Jahr Pause gemacht. Ja. Wegen Kind. Ja. Und ein Buch geschrieben. Und ein Buch geschrieben. Und das ist das? Genau. Roma. Das Kerstin Dankeschön. Merkel hat ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Namen Inzania. Nee, Inzani. Inzani, ein High-Fantasy-Buch. Genau. Ja. Das Wort habe ich erfunden, entlehnt aus dem Englischen insane. Ah, okay. Das genau. Da ist der Ursprung. Ich habe ein Jahr dran geschrieben. Das war allerdings nicht die Arbeitspause. Ich habe ein Jahr, während ich gearbeitet habe, dran geschrieben. Respekt, weil das ist ja auch kein dünnes Buch. Ne? Und High Fantasy nimmt ja auch eine ganze Menge Zeit in Anspruch, weil man ja eine ganze neue Welt aufbauen muss. Genau.
was sehr großen Spaß macht. Und das zweite Buch ist in Planung. Das kommt? Das kommt im September, es ist fertig. Ja, ich habe auch schon Daten dazu, kann ich euch auch später noch. Ja, geben. Das packen wir alles unten in die Infobox. So, und wir stehen hier natürlich gleich völlig richtig, denn nicht nur Fantasy, sondern auch Stephen King hier vertreten, Richard Layman und George R.R. Martin. Stephen King gelesen? Ja. Was? Ein bisschen was als Kind natürlich, also als Jugendliche. Als okay. Und ich habe einen von den neueren auch gelesen, wo er das Attentat auf Kennedy... Ne? Der Anschlag? Der Anschlag. Und George R.R. Martin? Habe ich nichts gelesen. Und das liegt daran, dass man sich als Buchhändlerin quasi nicht gerne an so eine lange Reihe bindet, weil dann müsste ich das alles lesen. Und ich habe so viel hier für die Arbeit zu lesen, was ich natürlich nicht muss, aber was ich gerne möchte. Ich habe aber die Serie geguckt. Und zwar... Ja, massiv. Ja. Exzessiv. Ja. Ja, suchtend. Ja. Und genau mir ist wie nicht alle. Klar, wie die Serie aus der Nummer... Ne, schade, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Lest ihr denn zum Beispiel so diese absoluten Blockbuster wie Schätzing oder wie den neuen Fitzek? Lest ihr sowas noch oder sagt ihr, okay, das sind Sachen... Tatsächlich nur, wenn das Leute sind, die Fans davon sind, glaube ich. Weil, das sind Sachen, das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, die verkaufen sich ohnehin. Da brauche ich niemanden was zu empfehlen, das muss ich auch niemanden in die Hand drücken, das nehmen die Leute selber zur Hand und kaufen es. Ja. Und die werden dann wahrscheinlich auch mal auch sehr plakativ hier in den Filialen ausgestellt. Genau. Das sind die Titel auch, die wir einfach in der großen Stückzahl als Erstanlieferung bekommen. Und die müssen wir darstellen auf den Tischen und so. Ja. Gut, und die letzte Frage jetzt erstmal. Warum liegt der neue Schätzing direkt neben dem Fitzek? Das ist für mich eine Frage... Die erschließt sich mir nicht. Ich glaube, da müssen wir die Kollegen aus dieser Abteilung hier mal befragen. Befragen oder verklagen? mich würde ja interessieren, warum bei den Krimis auch Thriller stehen. Weil für mich sind da schon gefühlt eigentlich zwei unterschiedliche Genres und irgendwie würde ich bei Krimi keinen Thriller suchen. Aber das ist, weil du auch eine Fachfrau bist, sozusagen. Der Kunde an sich... macht vielleicht diese Unterscheidung gar nicht und wenn er sie macht, dann meint er vielleicht gar nicht dasselbe wie du. Und deswegen ist es, glaube ich, im Sinne von Kunden sollen das finden, was sie suchen, besser das unter einem Begriff zu stellen. Und Weil ich würde einen Fitzek nicht bei Krimis suchen. Weil es ein Psychothriller ist. Richtig. Ich würde zum Beispiel auch den Schätzing nicht bei Krimis oder Thrillern suchen. Ich täte ihn jetzt zum Genre Science Fiction. Science Fiction, würde ich auch sagen. Ich würde ihn wahrscheinlich neben Andreas Eschbach stellen. Und obwohl es auch Thriller sind. Ne? Richtig. Ja, das ist eben halt dann die Frage, wie definiere ich das? Wie grenze ich das ab? Und das ist eben halt wahrscheinlich kaum. Kaum. Ja, ich glaube auch, das ist was Subjektives. Ja. Und je kleiner die Unterteilung wird, desto mehr kann man sozusagen etwas nicht finden. Mhm. Ja. Weil man es vielleicht selber in die falsche Kategorie einordnet und der Buchhändler an sich das aber vielleicht anders gesehen hat. Und wer gibt vor, was ist? Tatsächlich gibt es Vorgaben aus der Zentrale in München bei uns, wo etwas oder wie die Läden sozusagen aufgeteilt sein sollen. Man möchte wahrscheinlich einfach auch, dass der Kunde, der hier einkauft, sich im Hugendubel in München auch zurechtfindet und weiß, wo er seine Sachen findet. Okay. Also es gibt tatsächlich jemanden, der macht sich Gedanken und sagt, das ist für mich Sortiment, Fantasy und nicht Gestaltung. Ja. So, das ist hier der Sachbuchtisch. Der Kunde sozusagen von allen Seiten. Und das ist der Sachbuchtisch, der quasi jetzt so ein bisschen aus den Bestsellern gespeist wird. Und unseren Topsellern. Und den Topsellern. Und da sehe ich hier eine kurze Geschichte der Menschheit. Das habe ich gelesen, das war großartig. Kenne ich noch einen? Ich meine, gut, ich glaube, das ist ein Selbstläufer, ne? Der Herr Precht. Ja, der hat schon was. Man muss ihn mögen, aber ich finde ihn schon, gut. Und das braucht man wahrscheinlich auch gar nicht zu bewerben.
das verkauft sich auch von selbst. Warum auch immer. Okay, das ist das moderne Antiquariat. Und vielleicht erzählst du uns noch mal kurz, warum modernes Antiquariat? Modernes Antiquariat heißt, das sind, also ein Antiquariat wären ja alte und gebrauchte Bücher. Mhm. Dieses sind keine alten Bücher und gebraucht sind sie auch nicht, sondern das sind die Bücher, die der Verlag sozusagen aussortiert hat, weil die zu viel übrig haben oder weil kleine Mängel drin sind in der Herstellung oder was auch immer, sodass wir die zu einem, also wo die Buchpreisbindung dann auch schon gefallen ist. Genau, das wollte ich fragen. Die Buchpreisbindung, da bestimmt ihr den Preis jetzt selber. Genau. Und es könnte auch sein, dass zum Beispiel hier, wo habe ich gesehen, Kathy Rice zwar nochmal neu verlegt wird, aber in einer anderen Auflage erscheint. Genau, und dass die alte Auflage dann quasi als, wie heißt das, Remittenten? Nee, Remi? Mängelexemplar in dem Fall wäre das jetzt. Ne? Das ist das, worunter das läuft. Und gibt es einen Unterschied zwischen Mängelexemplar und Remittenten? Ja, ein Remittente ist ein neues Buch, das sich aber bei mir nicht verkauft hat und ich es deswegen wieder zurückschicke. Ah. Und zwar entweder an den Großhändler oder an den Verlag direkt. Ach guck mal, das wusste ich. Also kann ich als Kunde gar keinen Remittenten kaufen? Nee. Nee, okay. Gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Du hast ihn dann aber halt gekauft, aber du warst einer der wenigen. Es könnte sein, dass du einen Remittenten gekauft hast und das nicht weißt, weil das ist ein Buch, das noch ganz normal im Handel ist, preisgebunden. Der nur nicht funktioniert. So, bei mir hat er nicht funktioniert, deswegen schicke ich den an den Großhändler zurück. Der Großhändler legt sich aber ins Regal und der nächste Buchhändler bestellt wieder welche. Ah, da ist dieses Buch dann dabei und vielleicht kaufst du das dann. Okay, dann hab sogar ich das jetzt verstanden. Ja. Und wenn ich das verstehe, dann verstehen das normalerweise meine Zuschauer auch. Und wieso hast du jetzt diesen Fitzek da neben Kathy Rice gelegt? Was möchtest du wirklich fragen? Nein. Manchmal noch so. Was spricht dich da an? Du sagst, oh Gott, wie konnte das hier landen? Ich kenne tatsächlich ziemlich viel davon. Ach, das ist schön. Genau. Also ich kenne Red Rising, das fand ich großartig. Ich hätte gestern auch, ich hätte noch eine Besprechung dazu geschrieben. Habe ich aber nicht mehr geschafft. Für Alan Frost, der Marsianer, der Übergang. Bisschen Stephen King kenne ich natürlich auch. Und ich kenne von den literarischeren, in Anführungszeichen, Sachen, die hier sind, alles. Alles. Ja. Kennst du Tenderbar? Tenderbar kenne ich nicht. Ich weiß, dass das eins von Jens Lieblingsbüchern ist. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass Tenderbar wirklich positiv aufgenommen. Entweder die Leute kennen es nicht oder sie fanden es halt auch sehr, sehr langweilig. Und das kann ich halt überhaupt nicht. Harry Potter macht? Habe ich, aber das ist schon ganz lange her, dass ich das gelesen habe. Ist auch schon recht alt, ne? Hat natürlich dann so einen neuen Boom. Die historischen Romane, dann gibt es einen deutschen Tisch, einen amerikanischen Tisch. Es gibt Topseller-Tische, die sind vorne. Und es gibt, das ist da, wo Annette jetzt gerade steht und räumt, einen Unterhaltungstisch. Für die eigentlich meist Damen. Aha. Die sogenannte Backlist. Also das, was die Verlage halt außer den aktuellen Top-Titeln noch führen. Autoren, die man da haben muss und die sich auch immer noch verkaufen. Mhm. Und, das findet man alphabetisch dann im Regal. Sozusagen im Hintergrund von den Auslagen. Also so die alten von, ich sehe schon Donatart, die alten, Ken Follett, genau. Dann ist der Grisham wahrscheinlich also irgendwo dabei. Die Titel von den Autoren, die jetzt Topseller haben, ja. Wichtige Autoren, Klassiker auch hier drüben. Bei so einer Inventur geht ihr auch wirklich durch und zählt? Wir nehmen jedes einzelne Buch in die Hand, genau. Aber das machen mittlerweile nicht mehr wir, die wir hier arbeiten, sondern ein Team, ein Inventurteam, ja. Die sind angeheuert und die haben wahrscheinlich technisch Unterstützung mit Scannen und was weiß ich genau, so. Genau, das haben die und dann sind aber die Abteilungsleiter, glaube ich, aus jeder Etage ist jemand dabei, der das Ganze überwacht. Genau. Unter der Haut. Ja. Wollen wir das zählen, Thorsten? Nein. So, wir stehen jetzt hier bei den Fantasy-Romanen und ich schwärme ja so wahrscheinlich für Peter Wiebretts, wie heißt es, Dämonensaga, glaube ich, heißt es. Und du, Kerstin, schwärmst so wahnsinnig von Lee
Nee, Leigh Bardugo, das Lied der Krähen. Das Cover kenne ich, die Geschichte kenne ich nicht. Also es ist so, dass sie in diese Grisha-Trilogie quasi die Welt schon vorbereitet hat oder schon entworfen hat. Und die Art von Magie, die da stattfindet, die kennen wir aus dieser Grisha-Trilogie. Dann ist das auch es ein macht, Spin-off? Oder? Es ist ein Spin-off, es macht aber auch nichts, wenn du das nicht kennst. Okay. Weil das ist alles, also dieses Buch steht für sich. Und das ist aber auch High Fantasy? Oder Urban? Das ist schwierig. Es ist ein bisschen Urban. Okay. Es spielt in einer Stadt, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, es könnte so ein bisschen mittelalterliches Amsterdam sein. Cool. Das ist das, was da anklingt. Ist es aber natürlich nicht. Also es ist nicht, nicht unsere Welt. Und die Handlung ist so, dass es einen Ganoven gibt. Er ist sozusagen der Anführer einer Gang. Mhm. Und er kriegt ein Angebot für einen Auftrag, den er ausführen soll. Und dieser Auftrag ist einfach nicht auszuführen. Also die gehen in ihren Tod eigentlich. Und es ist unmöglich, das zu machen. Stimmt, der schart er sich nicht so mit so ein paar Leute um sich? Genau. Er kriegt diesen Auftrag und es ist unheimlich viel Geld da drin. Und eigentlich weiß er, dass er die Leute dafür hat, um den Auftrag auch auszuführen. Und die fangen an zu planen und machen das. Die befreien jemanden aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Oh, das ist so ähnlich wie Haus des Geldes, nur in Buchform und in Mittelalter. Mittelalter in Anführungszeichen, ja, ne? Genau. Also so, also, ja. Cool. Und es gibt eine Liebesgeschichte, die reißt einem quasi eigentlich das Herz auseinander, weil sie nicht stattfindet. Oh. Weil es einfach, es geht nicht. Ist das denn ein... Stimmt mir zu, ja. Also Steffi hat es auch gelesen. So. Nee. Es ist aber ein Standalone oder kommt da noch mehr? Es gibt einen zweiten Teil davon, okay, den ich auch schon gelesen habe und der ist genauso spannend. Und der ist dann Gold. Also ich meine, hat sie nicht, es ist doch nur sie, ne? Mhm. Hat sie nicht auch für Wonder Woman geschrieben Woman, jetzt? Genau. Was auch ein ganz tolles Buch ist, by the way. Ja. Ganz toll gemacht und auch spannend. Hat leider nicht so die Käufer gefunden und das ist schade. Also alle, die jetzt zusehen, Wonder Woman. Ja, also das ist, wenn das wirklich so ist, das ist ja... Ja. Es juckt ja schon wieder in den Fingern, aber glaube ich, werde erstmal den Peter wie Bett beenden müssen, weil ich nämlich erst den ersten Teil gelesen habe. Und es ist noch viel Arbeit vor mir. Okay. Und Steffi, hier eines deiner Lieblingsbücher. Ja. Beziehungsweise eine deiner Lieblingstrilogien. Die Trilogie schlechthin. Und guck mal, wusstest du? Ja, ich habe das auch hier gelesen. Ja? Ich habe den zu Hause stehen. Hast du es auch gelesen? Nur den ersten. Und fand ich auch, ich fand den ganz toll, aber ja, das ist der, manchmal fallen solche Sachen eben dem Zwang anheim, dass man noch andere Sachen lesen muss. Und es gibt jetzt eine Serie, deren Trailer, englischer Trailer, jetzt schon veröffentlicht worden ist. Das? Zur Passage-Trilogie. Von der Passage-Trilogie, ja. Wow. Auf Netflix? Fox. Ja, auf Fox. Also wir haben gerade besprochen, dass wir gleich die Teams wechseln. Dass Paddy und Phil bei Kerstin unterkommen und wir beiden dann bei Annette. Ach, nee, Annette. Ah, okay. Annette. Genau. Dann erstmal ganz herzlichen Dank für die vielen zahlreichen Informationen und ja, viel Spaß mit den anderen beiden. Werde ich haben. Das glaube ich auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Großartiges Beispiel. Das habe ich gelesen auf Englisch. Das Cover ist komplett. Also, wenn man das englische Cover sieht, dann hat man eine ganz andere Vorstellung von diesem Buch. Das ist nämlich toll, ja. Das ist eigentlich eine Zeitreisegeschichte. Aha. Und man würde jetzt auf dieses, da würde man doch jetzt gar es nicht gibt drücken. Ja ein echtes verschollenes Manuskript von Jane. Also ranken sich die Mythen. Also, ich bin ja großer Jane Austen-Fan, ja. Und ich habe, naja, nicht alles gelesen, aber ich versuche mich dahin zu arbeiten. Und das hat mich so positiv überrascht. Auch so diese Geschichte aus den 20er, ja, aus den 20er Jahren mit einer Familie, die aus England nach Kenia fährt. Ne? Ohne dass wir wissen, um was es geht. Ja.
Also das ist eher hier so die Unterhaltungsliteratur. Etwas leichtere Unterhaltungsliteratur, wie man auch schon bei Jeffrey Archer sieht, weil er ist ja jetzt auch zwar ein sehr guter, aber jetzt nicht ein so wahnsinnig herausfordernder Schriftsteller. Kann man gut weglesen. Da steht das Buch, was für mich den Coverpreis des Jahres, ja, des definitiv. Letzten Jahres gewinnt. Absolut, ja, absolut. Ich den für dieses Jahr, der geht ja eindeutig an Schätzing. Ich finde aber tatsächlich auch die englischen Neuauflagen sehr schön aus. Toll, ne? Und die deutschen Neuauflagen, meine Güte. Von Edward grundsätzlich. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich finde die, also es hat irgendwas sehr Spezielles und es ist, wo man ein zweites Mal hinguckt. Also gar nicht jetzt schön im Sinne von Kunst, aber irgendwie man denkt sich, warum fehlen hier die Augen? Das ist ja auch der Hammer. Wie oft macht man das Richten? Macht man das den ganzen Tag immer wieder? Ich gucke das eigentlich immer wieder. Okay, also man nimmt... Wo du eben gesagt hast, Lee Child. Lee Child, ja. Und zwar... Okay, den Namen kenne ich nicht. Gibt es auch auf Deutsch, bei Sörkamp. Und dabei ist das Englische Nick Petrie, The Drifter. Und das hast du gelesen? Ist ein amerikanischer Krimi oder Thriller? Oder? Ist eher Thriller. Also dieser Peter Ash ist tatsächlich ein Marine, ja, der aus dem Krieg aus dem Afghanistan oder Irak in Afghanistan rauskommt und hat so 3 oder 4 Touren hinter sich und ist ziemlich durch. Ja, muss man wirklich also sagen. Also so ein Jack Reacher, nur in gescheitert. Ja, aber er ist ein großartiger Held. Ich bin schon komplett, okay. Will ich alle anderen auch noch lesen. Ist das eine Reihe? Ja. Und das ist der erste? Das ist der erste, ja. Ah, cool. Und der kommt aus Deutsch? Genau. Finde ich es auch gut. Das ist ja, aber das Cover geht noch besser, ja. Ja, finde ich es auch gut, das Cover. Und Sörkamp ist mit Sicherheit dann auch, sage ich jetzt einfach mal so, die überzeugende Übersetzung. Ja. Ja, das... Ja, ich mag das ja. Amerikanische Thriller, Krimi-Thriller, die so kurze, knappe Sätze, wo das zack, zack, zack geht, wo nicht so viel um den heißen Brei rumgelesen wird, geredet wird. Und dann aber knallharte Helden, die aber auch mal einen auf die Fresse kriegen und auch gescheitert sind. Weil ich finde nichts Furchtbares als Helden, wie zum Beispiel bei Ready Player One, denen alles gelingt, die alles wissen, die alles können. Scarlett Thomas. Troposphäre. Im Englischen heißt es The End of Mr. Y. Eine, was steht hier drauf oben? Eine irrsinnig tolle Story. Meine interne Speicherplatte füllt sich. So, wir sammeln jetzt die anderen beiden wieder ein, beziehungsweise die anderen drei. Und dann machen wir Mittag. Und die stehen hier am Fuße dieser wahnsinnig geilen Giraffe, die bis nach oben reicht. Das ist die Bertha. Ist das Bertha? Die Bertha. Du hast ein Namensschild dran. So, lecker Essenspause jetzt. Guten Appetit, liebe Paddy. Danke. Wir warten dann noch auf unser Essen, aber du kannst gerne schon anfangen. Mir egal. Zweiter absolute Highlight neben dem Döner ist, nein, nicht Phil, sondern Michi Scheu. Ich bin ein Highlight, hallo. Ja, du bist das Highlight des heutigen Tages. Ich bin hinten erschreckt. Ja, ich habe sie von hinten erschreckt. Sie hat gar nicht mit mir gerechnet, obwohl es ja angekündigt war, dass ich da bin. Ja, aber nicht um die Uhrzeit. Ich war nur schon mal bei Hugendübel und auf einmal standst du hinter mir. Ja. Supi, ich freue mich. Auf der Suche nach Paddy. Paddy ist uns verloren gegangen. Ich gehe noch nicht ans Telefon. So, Michi hat noch eine riesengroße Überraschung für uns. Ja. 3, 2, 1. Tada! Ein Loser-Shirt. Ich liebe Steffi, hat schon unterschrieben. Und jetzt fehlt mir natürlich noch... Hast du das, gibt es das bei Elbenwald? Das ist vom Elbenwald, ja. Cool. Schleichwerbung. Ja, geil. Hab ich extra für heute gekauft. Ich unterschreibe. Ja. Ich habe auch mein Tattoo wieder dabei. Oh Gott, jag mir nie wieder so einen Schreck ein. Yeah.
haben ja auch den Tisch gesehen. Toto, wenn du das hier sehen solltest, dann habe ich deine Kamera geklaut. Vom Michi, dankeschön. Ich weiß schon, was drin ist. Aber du weißt nicht, welches. Na, das stimmt. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ich hab's extra fest eingepackt. Oh, geil. Dankeschön. Oh. Ghostbuster Will. Das ist der Ort, wo wir gleich unseren Hangout machen. Es ist sehr chillig, sehr gemütlich. Nämlich bei uns im Livestream, bei Paddy auf dem YouTube-Kanal. Ab 21:30 Uhr live. Das große Aufräumen nach dem großen Hangout. Und der Büchertisch für die Bücher, die wir alle rausgeholt haben. Die letzten Aufnahmen werden gemacht. Die Rolltreppe ist abgestellt. Die Lichter werden gedimmt. Und so endet der heutige Tag bzw. die heutige Nacht in der Buchhandlung. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich noch hört, aber Frankfurt hat heute den DFB-Pokal gewonnen gegen die Bayern. Ist das geil? Und Frankfurt steht gerade Kopf. Und ja. Die Bayern haben verloren. Ja, sieht schon cool aus. Der Tag danach. Der Hangout hängt uns allen noch in den Knochen. Das ist der Hangout-Hangover. Das ist der Hangout-Hangout. Achso, unsere Anleitung. Ja, wir machen ja jetzt auch noch zwei. Wartet mal. Wir machen jetzt noch zwei schicke Challenges. Und ja, das wird auch interessant. Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, es geht auch da wieder um Bücher. Tatsächlich. Ja. So, jetzt beginnen wir gleich mit der blinden Kuh-Challenge. Das heißt, wir verbinden uns jetzt gegenseitig die Augen und müssen den anderen Kingsianer dann am Ertasten erkennen. Oh,
Ach nee, das haben wir gestern Abend gemacht. Nein, wir machen jetzt die blinde Kuh Challenge und zwar werdet ihr das ja gleich sehen. So, wir starten jetzt mit der ersten Challenge. Ich fange an. Okay, und jetzt darf ich einfach irgendwas nehmen. Also ich fasse jetzt einfach, ich taste. Ich glaube, so die rechtere Seite, wo du gerade schon ein bisschen warst, vielleicht noch ein bisschen rechter. Hier ist Ende im Gelände. Du musst sie führen. Du musst sie führen. Also ich nehme, also wo war das sonst nochmal mit dem Schmetterling? Mach doch einfach. Ja, es funktioniert aber nicht. Doppelknoten. Ich würde sagen, der Kopf ist zu groß. Aber nicht so feste, dass ihr die Augen vorne rausploppt, ja, so wie bei mir. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr rechts. Und es steht, es wackelt ein bisschen. Wir können gerne ein bisschen zügiger laufen. Jetzt Franny ist auch. Bist du und? Die Kingsiana Lounge nach einem Wochenende voller Spaß und Freude. Franny, bleib mal so. Oh Mann, oh Mann. Ja, mein Akku ist fast leer. Und es werden jetzt so die letzten Worte von mir an euch sein. Es werden später, so in ein paar Tagen, natürlich noch die ganzen Challenges kommen, die wir gedreht haben. Nochmal ein Dank an Hugendubel und an die überaus freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und so geht ein schönes, aber anstrengendes Wochenende dann auch zu Ende. Viele tolle Leute getroffen, viele tolle Bücher gesehen und ja, nachts in der Buchhandlung, unser Hangout, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt bei Paddy rein, da werdet ihr dann den Hangout noch sehen. Ja, und jetzt gehen wir durch die Sicherheitskontrolle. Tschüss.